Moin Leute, willkommen Buland. Im heutigen Video geht es um die Garmin Instinct Solar und wie man diese mit einem Apple iPhone verbindet. Ihr seht hier mein iPhone 11, hier ist die Garmin Instinct Solar und ich werde die jetzt einfach mal verbinden. Dazu startet ihr die Uhr einfach. Ich habe die jetzt gerade kurz davor noch mit einem Android-Smartphone gepairt und zurückgesetzt und Gerät in der mobilen App hinzufügen. Da benötigt ihr auf jeden Fall aus dem Apple App Store die Garmin Connect App. Die startet ihr einfach mal. Ich habe frisch installiert. Bluetooth benötigt und man braucht auf jeden Fall einen Garmin-Account. Da melde ich mich gerade mal an. So, einmal angemeldet. Connect möchte Mitteilungen senden. Ja, ist okay. Du darfst auch Schritte schreiben in die App, Health App. Also, das ist gleich der Hinweis. Ihr könnt die Daten quasi direkt in die Apple Health App integrieren. Ich sag mal, ihr dürft mal alles erlauben. So. Verbinden. So, jetzt haben wir hier den Verbindungscode, den müssen wir hier quasi nochmal eingeben. Und koppeln. Und dann schauen wir mal, wie schnell das hier geht. Mit dem Android-Smartphone ging es relativ fix. Ihr seht ihr hier, rödelt schon ein bisschen was. Darf Instinct Solar deinem iPhone Mitteilungen anzeigen? Ja, ist okay. So, Einrichtung abgeschlossen. Ja, bei Verwendung der App darf auch der Standard verwendet werden. Weiter. Datenschutzeinstellung, erstmal nur ich. Ja. Wann gehe ich schlafen? Hier kann man den Nicht-Stören-Modus quasi aktivieren. Oder wann der aktiviert sein soll. Möchten Sie zwischen diesen Zeiten benachrichtigt halten? Nein, möchte ich nicht. Okay. Andere Trainingsdaten habe ich nicht. Ziele jetzt bearbeiten. Da könnt ihr einstellen, wie viele Schritte ihr haben wollt. Interessanterweise in der Android-Smartwatch waren hier 10.000 Schritte voreingestellt. Und Etagen und sowas konnte ich gar und Intensitätsminuten konnte ich gar nicht anwählen. Sehr interessant. Also so unterschiedlich sind die Apps zwischen Android und iOS. Fast fertig. Jetzt synchronisieren wir das Ganze noch. Fertigstellen. Ah ja, und jetzt haben wir hier noch so ein kleines Tutorial-Video, wie die ganzen einzelnen Tasten zu bedienen sind, beziehungsweise was für eine Funktion dahinter steckt. Aber ich mache einfach mal weiter. Fertigstellen. So, und jetzt haben wir die Uhr eigentlich auch schon verbunden. Garmin Instinct Solar, hier haben wir das iPhone, hier läuft soweit alles. Wunderbar, ja, das war jetzt die Einrichtung. Ihr habt gesehen, das hat jetzt keine 10 Minuten gedauert und ich werde die jetzt erstmal in Ruhe aufladen und dann in den nächsten 2, 3, 4 Wochen als Daily Driver nutzen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen da. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis die Tage, macht's gut. Ciao, ciao.